Hier bin ich wieder, euer Lance, mit einer Daily Quest aus Assassin's Creed Origins. Nach dem Patch 1.2.1 müssen wir natürlich jetzt auch wieder schauen, was denn eigentlich noch an unseren Glitches bzw. unserem Farming geht. Und ich hoffe ja auch, dass wir irgendwo mal wie ein Replay der ganzen verschiedenen Missionen bekommen. Schauen wir mal. Und dass halt vor allem die Hacker-Chests und die Räder-Missionen zu den verschiedenen Ausrüstungsgegenständen führen, die wir eigentlich sonst ziemlich teuer erstehen müssen. Ah, Magi, du kommst gerade recht. Ich habe genau das Richtige für dich, aber ich brauche ein paar Dinge, um es zu reparieren. Material habe ich eigentlich zurzeit ziemlich viel. Also können wir das sofort lösen. Das war nicht das, was ich wollte. Du hörst nie auf mich zu überraschen, Bayek. Aber wir kriegen nicht wirklich die Sachen, die wir wollen. Weil ihr wisst ja, was ich will. Ich will das Outfit vom Gladiator. Also schauen wir mal. Also jetzt können wir diese Amuns Klinge auf alle Fälle schon mal verkaufen. Und ich weiß noch nicht genau, verkaufe ich jetzt die ganzen Sachen hier? Also ein goldener Wolf können wir verkaufen, weil den haben wir ja jetzt hier bekommen. Das Espesa können wir auch, Amuns Klinge können wir auch. Und ich hoffe, dass ich nach und nach die ganzen Klingen nochmal komme. Dann kommt auch wieder meine Streams über die verschiedenen Waffen. Aber wahrscheinlich ist es kurz, bevor wir in das nächste DLC starten. Ihr seht, es sammelt sich mit der Zeit dann doch einiges an. Das waren jetzt halt die ganzen Schätze vor allem, die ich kassiert habe und wo ich ja immer so bitter enttäuscht war, dass hier nichts Gescheites dabei war. Behalten tue ich die ganzen Sachen, weil ich natürlich euch das Ganze vorführen will. Und die Gegenstände, also ich sammle jetzt einfach mal die Pelze. Die Steuereintreiber verlangen zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Aber was können wir tun? Das kaufen wir mal. Ich will dich zu nichts überreden. Eine Truhe. Aber ich werde meine Sachen packen und nach Metropolis ziehen. Meister Tahaka baut dort eine wunderbare Stadt für alle. Haben wir nicht, weil das klingt verlockend. Aber meine ganze Familie ist hier. Sei froh, dass du weder Frau noch Kinder hast. Du kannst einfach gehen. Beziehungsweise hatten wir das doch, glaube ich, nur mit 44 bekommen. Ja. Schaut mal, jetzt haben wir hier. Nee, wir haben es jetzt einmal zu viel. Und da haben wir es nochmal. So. Soweit erstmal dazu. Wir könnten natürlich jetzt die Ausstattung von den verschiedenen Sachen kaufen, aber ich habe ehrlich gesagt gerade keinen Bock dazu, Geld auszugeben. Also
können wir... Da bin ich, glaube ich, jetzt zu müde dazu. Einfach mal schauen, wie sich unsere Glitches verhalten. Hat sich irgendwas geändert, nachdem wir natürlich ziemlich sauer waren? Wegen den Löwen? Wie viel sind die Löwen eigentlich noch wert? Schauen wir mal ganz kurz ins Inventar. Wir haben zurzeit kein Leder, also insofern können wir es nicht sagen. Wir haben hier keine Löwen mehr bekommen an der Stelle. Wir haben hier die ganz normal... Was? Oh, boah, ey. Das ist ja nochmal reduziert worden. Da haben wir nur noch einen. Da haben wir nur noch einen. Okay, den da unten haben wir. Also da sind wieder welche weniger. Na, also das ist nicht mehr lukrativ, dieser Ort. Das ist bitter. Dann müssen wir... Also der, ganz ehrlich, lohnt sich einfach nicht mehr. Wir gehen an so unser Standard Apollonia. So, jetzt lasst uns doch mal schauen, wie das Ganze derzeit ausschaut. So. Wir haben ja jetzt sogar noch zwei Brandbomben mehr bekommen mit dem neuen Update. Aber schaut mal, da ist zum Beispiel ein Lehrer. Prohibe! Kimi Mita! Ich glaube, das Ganze ist ziemlich bitter geworden. Leute, das ist ziemlich kacke. Ich bin aber gerade... State! Conquisto! Also ich glaube, da war nimmer viel da. Wir werden es uns gleich mal anschauen. Taraxen.
Na, da hinten ist auf alle Fälle noch einer da. Im leichten Modus. Aber da wurde was ausgeräumt. Da wurde einiges ausgeräumt, meiner Meinung nach. Also hier waren, glaube ich, nicht zwei drin. Das werden wir gleich sehen. Okay, wir haben hier nicht mehr... Quests habe ich ja keine mehr zur Verfügung auf dem Charakter. Also gehe ich wieder in Optionen, Gameplay. Jetzt wird es sowieso bitter. Wir haben hier zwei Hyänen. Hier haben wir nichts. Da haben wir zwei Panther. Hier haben wir einen Löwen, auf alle Fälle weniger. Dann hier auf der Seite haben wir einen Löwen weniger. Hier haben wir auch ein Raubtier weniger. Hier ist drin, hier ist drin, hier ist drin und hier ist leer. Also mindestens drei weniger. Ich dachte aber auch, dass sie teilweise doppelt besetzt gewesen wären. Also das war jetzt der angepasste Level, wo so viele fehlen. Was so bitter ist. Also, und jetzt schauen wir uns mal den unangepassten Level an. Also den normalen Standardeinstellungen. Also, wir die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hier zwei Hyänen, hier Löwe, hier zwei. Also hier scheint es ganz normal zu sein. Kein leerer Käfig. Hier scheint es auch normal zu sein. Hier sind es auch alle. Also hat es vorhin vielleicht doch getäuscht, dass da weniger sind. Also das ist anscheinend doch noch die Standardeinstellung. Also wenn ich jetzt da nicht irgendwie eine falsche Erinnerung habe,
dürfte das eigentlich noch dasselbe sein. Θεή της δοκίμη, Ποσειδών. Na, also das dürfte eigentlich hier kein Unterschied sein. Na, super. Na, wenn der sich selber ertränkt, ist er selber schuld. So geht's auch. Inzwischen sind wir so stark, dass es natürlich hat. So. Also das Teil hier geht Gott sei Dank noch. Apollonia ist sozusagen gesichert. Das ist natürlich eine gute Nachricht, dass wir hier noch immer so richtig abhausen können. Weil wie sollen wir sonst unsere ganzen Waffen updaten? Das ist sowieso jetzt im Augenblick ein bisschen mein Problem. Vielleicht könnt ihr mir helfen und reinschreiben, was soll ich machen? Ich habe doch schön den Waffenvergleich gemacht. Ich werde jetzt also nach und nach die verschiedenen Klassen updaten. Aber nicht nochmal alles spielen, sondern nur neu dazugekommene Sachen spielen und die Reihenfolge entsprechend anpassen, wenn neue Waffen dazugekommen sind. Wie kann ich dir helfen? Also, ich gehe jetzt zum Beispiel her und sage, den Entsender der Seelen und die Ultima-Klinge, also die erste Klasse, werde ich jetzt anpassen auf 45. Das ist ziemlich, ziemlich teuer. Und es ärgert mich auch ziemlich, aber ich möchte nicht warten, bis das eben dementsprechend dann erst mit neuen Quests kommt, also mit den Daily Quests, sondern ich mache das jetzt mal so. Und jetzt kommen erstmal immer die ersten drei einer Klasse. Na, jetzt haben wir nicht mehr viel übrig. Mit diesem letzten Geld mache ich jetzt bis noch später, eine Sache. Ich gehe jetzt nochmal ins Büro. Und ihr habt gesehen, wie schnell mein Geld hier verschwindet. Das ist der Hammer.
gehe hier zu. Hallo Bayek. Und schau, was es hier gibt. Aber hier hat sich überhaupt nichts getan. Das ist bescheiden. Bescheiden wie immer. Das mit der Tafel des Wissens lohnt sich sowieso nicht mehr. Ab dem Level, das ist viel zu teuer. Viel Glück, Sivana. Also, das ist schon mal nichts. So, ich habe euch jetzt ein bisschen lang vollgeschwallt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das war die Daily Quest von heute.